arbeiten in schwindelerregender Höhe. Nach der Zusammenführung der alten 110 KV-Leitung zwischen Golling und St. Johann mit der Salzburg-Leitung können nun die alten Masten entfernt werden. Doch dafür müssen erst die Seile demontiert werden. Seildemontage bedeutet, dass die einzelnen Seilverbindungen zwischen den Freileitungsmasten entfernt werden. Die Seildemontage erfolgt abschnittsweise. Es werden die Seile bei den einzelnen Freileitungsmasten ausgeklemmt, in Rollen gelegt und mit der Seilzugwinde nachgelassen und zu Boden geführt. Danach werden die Seile auf Trommeln aufgewickelt und in Sammelcontainern für die Wiederverwertung deponiert. Die Seile können jedoch nicht einfach heruntergelassen werden. Hier steckt wesentlich mehr dahinter. Das Projekt stellt die Salzburg Netz GmbH und die Kooperationsfirmen vor mehrere Herausforderungen. Also die Leiterseile dürfen kein Hindernis darstellen. Bei Kreuzungspunkten wie zum Beispiel bei Straßen, Flüssen oder Gebäuden müssen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, zum Beispiel Schutzgerüste errichtet werden oder straßenpolizeiliche Bewilligungen eingeholt werden. Überkreuzte andere Freileitungen müssen vor der Seildemontage abgeschaltet werden und mechanisch mit zusätzlichen Schutzgerüsten geschützt werden. Es werden Seile im Gesamtumfang von ca. 68 km demontiert. Nach der Seildemontage ist das Projekt noch nicht beendet, da anschließend der Rückbau der alten Masten erfolgt. Erst danach können die endgültigen Maßnahmen zur Gelände- und Landschaftsrenaturierung abgeschlossen werden. Im Anschluss zu den Seildemontagen werden die Freileitungsmaste rückgebaut. Hierfür werden 100 Stahlgittermaste mit einem Gesamtgewicht von ca. 250 Tonnen demontiert. Die Seildemontage markiert einen wichtigen Meilenstein im Projekt und ist erfolgreich abgeschlossen. Sie wurde unter höchsten Sicherheitsstandards durchgeführt, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Mit dem Abschluss dieser Phase kann nun der Fokus auf die weiteren Arbeiten wie den Rückbau der alten Masten gelegt werden.